Ich kann euch herzlich begrüßen zum nächsten Vortrag über Framing, denke ich, eins der Buzzwörter der letzten Jahre oder vielleicht der letzten Spiegel-Bestsellerliste, ich weiß es nicht so genau. Tatjana wird uns jetzt vorstellen, wie genau man mithilfe von Mini-Influencern Klimawandel und Klimaschutz neu framen kann oder ob das überhaupt geht. Dann herzlich willkommen. Also ich möchte gerne das Ganze mit meiner eigenen Geschichte anfangen, nämlich als ich Mitte 20 festgestellt habe, dass mein ganzes Umfeld und meine Freunde immer meiner eigenen Meinung waren. Alle haben gesagt, ja, Energiewende geht voll voran und wir können das schaffen und Klimawandel ist total das Risiko. Und ich habe irgendwann gemerkt, weil, also ich komme aus Mainz und in Mainz setzt man sich auch mal in der Kneipe neben den anderen, man babbelt und für mich war klar, oh, deutsche Energiewende geht voll ab und die Leute haben mich dann angeguckt und gesagt, naja, interessiert uns eigentlich nicht, ne? Und da habe ich letztendlich gemerkt, dass ich in einer echt krassen Bubble bin. Und das war eine Erkenntnis, die total wichtig ist, sie sollte für uns immer da sein, wir sind in einer Bubble und meine Vorstellung war, okay, wie schaffe ich das, aus dieser Bubble auszusprechen, weil ich kenne fast nur privilegierte Menschen, die studieren durften, die sich mit dem Wandel, mit Klimawandel, mit Energiewende und so weiter auseinandersetzen konnten, aber so richtig private Kontakte zu zum Beispiel Handwerker, Handwerkerinnen, Menschen, die vielleicht einen Abschluss gemacht haben, die hatte ich gar nicht. Ich bin dann in die Verwaltung gegangen. Ich habe meinen Job gekündigt, bin weg aus der Projektierung von erneuerbaren Energien und bin in eine kleine Verwaltung gegangen, um zu schauen, wo finde ich eigentlich diese ganzen anderen Menschen, nämlich 99% des Restes, der nicht meine Meinung ist, dass wir jetzt sofort wirklich agieren müssen. Und als ich angefangen habe, war ich total aufgeregt. Ich wollte so eine richtig gute Veranstaltung auf die Beine stellen und habe gesagt, okay, ich mache jetzt eine Beratung für Menschen, die zwischen 50, 60 sind, Häuser haben und die wirklich sanieren müssen, die Energie sparen müssen und so weiter. Und ich habe wirklich eine richtig gute Veranstaltung auf die Beine gestellt, mit Referenten, Referentinnen, die Handwerker waren sogar da, um zu erklären, wie man irgendwie Fenster wechselt. Es gab Wein, es gab Essen und es gab einfach niemand. Also ich stand da, die Bürgermeisterin war da und es war einfach niemand da. Niemand. Da habe ich gemerkt, okay, ich habe jetzt wirklich in dem Sinne kommuniziert, wie ich immer kommuniziert habe, mit Energiesparen, Energieeffizienz, Klimawandel und so weiter. Und es war trotzdem niemand da. Ich hatte irgendwann eine Praktikantin, die Caro, die war bei mir eigentlich nur, weil ihre Mutter, eine Kollegin von mir, total verzweifelt war, dass sie die Schule abbrechen wollte und sie sollte irgendwas Sinnvolles machen. Und ich habe gesagt, okay, dann komm mal, Caro, wir machen jetzt mal 2 Wochen Praktikum bei mir in der Behörde. Und sie war Veganerin oder sie ist Veganerin. Und niemand wusste das in der Schule, weil sie immer gemobbt wurde. Ich habe dann einen Blog gehabt von der Kommune aus und habe gesagt, Caro, schreib doch mal einen Artikel. Schreib, warum du dich entschieden hast, Veganerin zu sein. Und sie meinte so, oh, ich weiß es nicht, weil ich werde die ganze Zeit irgendwie dann in der Schule gemobbt, weiß es ich. Für uns jetzt, also für mich zumindest, war das unvorstellbar, also dass es wirklich stattfindet. Am Ende hat sie einen Artikel geschrieben, wir haben ein schönes Foto gemacht, sie hat es auf Facebook veröffentlicht und das Ding ist abgegangen. Die Leute haben geliked, die haben ihr beglückwünscht, dass sie so viel Mut hat zu sagen, dass sie Veganerin ist. Es gab wirklich total viele Likes. Ihre Klassenkameradinnen und Kameraden haben dann angefangen, darüber zu sprechen in der Schule. Sie hat dann einen Minijob gekriegt im Biosupermarkt in Alzey und plötzlich war das Thema in ihrer Schule. Ne? Gleichzeitig war das aber in der Behörde so, dass
Kollegen sich beschwert haben, dass ich Steuergelder dafür verschwende, mich mit Themen zu beschäftigen, die gar nicht zu meiner Arbeit gehören, weil ich war nämlich Klimaschutzmanagerin und ich habe gesagt, was hat denn Fleisch und was hat denn Ernährung mit Klimaschutz zu tun? So, ja, das ist die Realität. Welcome. Was sind eigentlich so die Learnings daraus? Die Ökokommunikation, wie wir sie jetzt machen, funktioniert nur bei uns selbst. Also, und es ist wichtig, dass wir uns das eingestehen, dass wir nicht gut kommunizieren. Viel wichtiger sind die eigenen Interessen und die Emotionen der Leute. Eine schöne Geschichte ist, als diese ganzen alten, älteren Menschen mit ihren Häusern nicht gekommen sind, habe ich gesagt, okay, dann komme ich zu euch. Und dann bin ich mit dem Bus, mit den Senioren, das war so ein Seniorenausflug, sind die zum Senckenberg-Museum und dann hatte ich sie, 50 Senioren, und sie konnten nicht weglaufen und ich hatte ein Mikrofon. Ja? Aber da habe ich festgestellt, also im Gespräch mit denen habe ich festgestellt, dass es für sie viel mehr um Nostalgie geht und nicht darum, dass sie ihr Haus sanieren, weil sie sich das vielleicht gar nicht lohnt, weil sie bald sterben werden. Das heißt, das Thema war super emotional für sie und das war mir halt einfach nicht bewusst. Die Zusammenhänge, was Klimawandel und der eigene Konsum, Fluchtursachen, Suffizienz, das ist für uns alles vielleicht klar, aber das sind wirklich Fremdwörter. Und die Macht der Peers, der Mini-Influencer, wurde mir noch bewusster. Ganz lange habe ich geguckt, oh, wie schaffe ich das irgendwie, so eine Bibi zu kriegen? Nee. Also wir brauchen die Peers in den eigenen Communities. Okay, und dann habe ich gesagt, was brauche ich dafür? Auch damit es irgendwie Substanz hat. Ich brauche die Sprachwissenschaft, ich brauche Verhaltenspsychologie, aber ich brauche auch menschenzentrierte Kreativmethoden, um dieses ganze Know-how letztendlich in die Praxis überzuführen. Wie schaffe ich das eigentlich? Wir sind jetzt wieder beim Framing. Und deswegen, ich habe bewusst so ein Buzzword gewählt, Klimaschutz neu frame, weil das macht auch einfach neugierig. Wisst ihr alle, was Framing ist? Wenn nicht, sage ich das kurz hier. Es geht letztendlich darum, Wörter, Bilder und Geschichten zu nutzen, um eine Botschaft zu senden. Ein ganz typisches Beispiel ist Flüchtlingswelle. Eigentlich sind es Menschen, die fliehen vor Gewalt. Und hier wird es geframed vom Journalismus als Flüchtlingswelle, Katastrophe. Das löst beim Empfänger, bei Empfängerin eine ganz andere Emotion aus, als wenn man sagen würde, jetzt fällt mir nichts, aber irgendwas Positives. Ne? Also das ist Framing, das Setzen von Deutungsmustern. In der Klimakommunikation gibt es Frames. Das hier ist eine Studie von Professor Brückemann aus Hamburg. Kann man alles sehr gut auch bei klimafakten.de nachlesen, kann ich nur empfehlen. Den Masterframe, das ist der anthropogene Klimawandel, also der Klimawandel ist menschengemacht. Es gibt welche, die sind sich der Meinung, dass es wahr ist, und Menschen, die sagen, nee, das gibt's nicht, das gibt's immer noch, dass sie sagen, mm-mm. Dann ein anderes Frame ist Konflikt, also dass man den Klimawandel als Gefahr und Konflikt für das eigene Interesse letztendlich framed, wenn zum Beispiel die Kohlelobby oder die Öllobby, ja, das ist ja ein ganz schlimmer oder ein ganz schwieriger Konflikt, weil es sich komplett um eine strukturelle Veränderung gibt von ganz tiefen Strukturen im Kapitalismus. Dann Unsicherheit, Klimamodellierung und Technikfolgenabschätzung bringen immer Unsicherheiten mit sich, die man halt auch kommunizieren muss in der Wissenschaft. Aber das können die meisten Menschen nicht wirklich einordnen. Die sagen dann, ja, aber das ist nur zu 10% sicher, weil sie gelesen haben, im unteren Perzentil oder im oberen Perzentil. Das versteht einfach niemand. Ökonomie, Migration versus Adaption, also wie teuer ist Klimaschutz und wie teuer ist Klimafolgenanpassung. Risiko, die Klimakatastrophe, das ist der Klassiker, die Welt geht unter. Ist auch ganz viel im Film, wird immer wieder gezeigt, immer mehr. Fortschritt, also Techno-Salvation,
mit Geoengineering können wir uns doch noch irgendwie retten versus Technorisk, ihr seid verrückt, das Klima irgendwie gestalten zu können, das könnt ihr ja überhaupt gar nicht abschätzen. Und ein letzter, ein sehr schöner Frame meiner Meinung nach ist der Wandel, der also die gesellschaftliche Transformation, das Klima, dass wir Klimawandel und Klimaschutz als gesellschaftlichen Wandel, als Chance für uns alle letztendlich kommunizieren. Wenn wir bei der Verhaltenspsychologie enden, kann ich nur The Dragons of Inaction empfehlen. Das ist von Grifford, ein Sozialpsychologe aus Australien, der 250 Studien zusammengefasst hat. Und daraus hat er 7, 6 Familien, Dragons-Familien gemacht mit Unterarten. Ich habe das jetzt hier nur ganz grob, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber es geht eben um begrenzte Wahrnehmung. Also wir sind nicht so rational, wie wir denken. Das ist Kalman, also Gehirn 1 versus Gehirn 2, Rationalität versus Emotionalität. Ideologien, Weltansichten als Entscheidungsgrundlage, Religion, ganz wichtig, Vergleichsgruppen. Wir sind einfach soziale Wesen und um uns einzuordnen, schaffen wir Vergleichsgruppen. Die eingesetzten Kosten, das heißt nicht nur Geld, sondern auch Emotionen und auch sozialen Status innerhalb der Gesellschaft. Also wenn ich mir ein SUV kaufe, weil das nämlich total in ist bei meinen Nachbarn, aber ich gleichzeitig weiß, es ist nicht so gut für den Klimawandel, dann kommt die kognitive Dissonanz. Das wird jetzt hier sehr weit reingehen. Aber das sind Sachen, die wir bei der Klimakommunikation mitbedenken können und sollen. Dann die Skepsis gegenüber der Wissenschaft, also Frame Unsicherheit auch, und gegenüber öffentlicher Programme. Wenn der Staat, wenn die Polizei, wenn irgendeine Behörde was aufsetzt, dann ist die erste Reaktion von den Menschen, echt, das hätten die echt besser machen können mit meinen Steuergeldern. Das merke ich bei mir selbst, dass ich irgendwie denke, es hätte besser sein können. Dann die empfundenen Risiken und eingeschränktes Verhalten, also Tokenismus, wenn es zu teuer ist, dann nutze ich das auch nicht mehr. Das ist ganz viel im Bereich auch Fleischkonsum oder Zugfahren. Also Zugfahren ist teilweise teurer als Flugzeug, dann steigt man halt ins Flugzeug. Und der Rebound-Effekt. Okay, wenn ich jetzt das alles irgendwie verstanden habe, was brauche ich eigentlich? Ich brauche Peers in den Community, die glaubwürdig sind in ihrem eigenen Umfeld. Ich brauche lokale Frames, also ich muss für die Communities lokale Kommunikationsframes bauen, damit sie Klimawandel und Klimaschutz überhaupt akzeptieren. Und wenn ich es geschafft habe, in den Communities Mini-Influencern zu finden, denen ein gutes Frame mitzugeben. Wie schaffe ich das, dass die Wirkung auch nachhaltig wird und messbar und sich das nicht so ein bisschen verläuft? Und jetzt kommen wir nämlich zu dem, wo ich gesagt habe, ich brauche irgendwie eine Methodik. Design Thinking ist auch wieder, also um das hier mal klarzustellen, ich bin nicht der Meinung, dass Design Thinking so das Allerbeste ist und forever nur das, aber das hat mir sehr geholfen, um einfach mich zu strukturieren, weil letztendlich geht es viel um Menschen und viel um Zuhören und genau das ist der Prozess. Also man geht erstmal raus zu den Nutzern, Nutzerinnen und findet heraus, wer sind sie mit Data Research, mit Interviews. Ich habe ganz viele Interviews einfach auch auf der Straße geführt, ne? Oder mit den Kollegen, Kolleginnen, um zu verstehen, wie ticken sie eigentlich. Dann habe ich gesagt, okay, ich definiere jetzt das Problem oder ich definiere die Richtung, in der ich möchte und habe angefangen rumzuspinnen und habe das Prototypisieren komplett ausgelebt. Also wenn ich jetzt eine Kampagne zu Energieeffizienz machen wollte bei den Älteren, dann habe ich eine Bienenkampagne gemacht, weil sie mir gesagt haben, dass früher alles schöner war, weil überall sind Bienen geflogen. Habe ich die Bienenkampagne gemacht mit, übrigens, es gibt auch Energieberatung bei uns. Das habe ich als Postkarten gemacht und das habe ich als Homepage gemacht und das habe ich auch in Artikeln
in der Zeitung und vorher habe ich die Postkarten mit der Zielgruppe getestet und dann haben sie gesehen, oh, wie schön, Bienen, Blumen, oh, Energieberatungen. Ja? Dann habe ich das eskaliert für die ganze Kommune, nachdem ich das getestet habe. Das sieht jetzt ein bisschen überladen aus, aber was ich gesagt oder gemacht habe, eben mit dieser Methodik des Erstzuhörens, ich habe meine Stadt Mainz, wo ich dann später als kommunale Klimaschutz gearbeitet habe, habe ich komplett auseinandergenommen. Ich wollte verstehen, wie tickt diese Stadt? Was sind die kulturellen wichtigen Parts? Und wie kriege ich die Influencerin? Und wer sind sie überhaupt? Und wie baue ich ein Frame für sie? Dafür habe ich das Business Model Canvas mir ausgesucht. Das ist eine Methode aus der Innovationsbubble, aus den Startups, wo es letztendlich geht, Businessmodelle aufzusetzen. Aber wenn man sich die Verhaltens- und Kommunikationstheorien, die wir uns angeguckt haben, geht es ja bei Klimakommunikation und Mini-Influencing ja um nichts anderes, als um Kunden und Kundinnen nachhaltig zu erreichen. Mit unserer Dienstleistung, nämlich dass Klimaschutz einen lokalen Frame bekommt. Hier habe ich am Beispiel von Genuss und Lifestyle, also in Mainz, wir lieben es einfach zu essen, zu trinken, zu feiern. Und da gibt es eine digitale Influencerin, eine Stadtführerin, die ist null Öko, die hat auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, aber sie hat eine super starke Community im Bereich Wein. Und sie macht ganz tolle, exklusive Stadttouren. Also habe ich mir angeguckt, diese Frau, wer ist sie, was braucht sie eigentlich, was sind so ihre Pain Points, was sind Jobs to be done für sie. Also ich habe ganz viele Jobs to be done Interviews gemacht. Mit Jobs to be done versteht man die Jobs, die man selbst erledigen muss, damit man seinen Alltag rumkriegt. Und dann habe ich mir überlegt, auf der anderen Seite, wie schaffe ich einen Mehrwert, nicht mit meiner Perspektive, dass ich unbedingt Öko und Klimaschutz und so weiter, sondern komplett aus ihrer Perspektive, wie schaffe ich für sie einen Mehrwert. Daraus ist eine Stadttour entstanden, die nicht von NGOs, die nicht von Wandel, Changemaker-Menschen besucht wird, sondern von Mainzer, Mainzerin zwischen 35 und 60, die Mainzer Schickeria nennen wir die, ne? Also eine komplett andere Zielgruppe, als ich sonst erreiche. Und hier ist halt die große Frage, also erstmal habe ich gesagt, okay, ich muss es erstmal wirken lassen, das war jetzt ein Jahr und jetzt habe ich nochmal im Rahmen meiner Masterarbeit sozusagen nachgeprüft, ob das überhaupt funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war nicht die einzige. Ich habe ungefähr 6, 7 verschiedene Frames gebaut für verschiedene Mini-Influencerinnen in verschiedenen Communities. Und habe das jetzt einfach so ein Jahr lang laufen lassen. Das hat auch dazu geführt, dass ich mir selbst einen Namen in der Stadt gemacht habe. Und zwar nicht als Ökotante, sondern als diejenige, die auch auf die Menschen zugeht. Also die nicht Aktivistin ist, sondern Aktive. Und das führt einfach zu mehr Akzeptanz. Und da ist die Frage Wirkung Management. Und hierfür, Link funktioniert nicht. Ich versuche es mal über Internet. Haben wir in einer Genossenschaft das Reflektor Network gebaut, weil wir gesagt haben, okay, und auch aus Stadtsicht, also ich als kommunale Angestellte, jetzt bin ich selbstständig. Aber vorher war die Plattform für Changemaker. Was uns wichtig ist, ist vor allen Dingen, dass Projekte, Profile und ein Matching, ein Algorithmus mit Matching von Leuten, die einfach sich brauchen, um ein Projekt oder eine Idee umzusetzen, automatisch funktioniert. Wir verknüpfen das mit den SDGs. Weil die Global Goals, die sind noch gar nicht da, aber sie sind genial, um Klimakommunikation oder generell gesellschaftliche Transformation zu machen. Das heißt, alles ist angeknüpft an die Global Goals und an Megatrends, sei es Konnektivität, Urbanisierung, Mobilität, Silver Society, also demografischer Wandel. Und mittelfristig soll eine interne Währung
das Ganze miteinander verbinden über eine Blockchain-Technologie, einfach damit man Wirkung messen kann und damit man eine alternative lokale Wirtschaft in Dienstleistungen und das, was man eben braucht, aufbauen kann. Das ist so die Vision, sage ich mal noch. Ja, und es sind noch 4 Minuten, 5 Minuten für Fragen, wenn ihr noch Fragen habt. Ja, vielen Dank erstmal. Matthias Rau von Mohio e.V. in Halle. Ich habe selbst in der Kommunikation, strategischen Kommunikation von Erneuerbaren gearbeitet, auch Zielgruppenforschung gemacht. Finde ich super spannend, den Influencer-Ansatz. Mich würde interessieren, wie hast du die ausgewählt? Wie hast du die Leute gefunden? Wie hast du sie angesprochen? Und hast du sozusagen qualitative Kriterien aufgestellt? Hast du eine empirische Studie draus gemacht? Das würde mich ein bisschen interessieren, also der operative Ansatz quasi. Mhm. Also ich habe Facebook-Gruppen durch und durch gelesen, um zu gucken, wer gute Communities hat, die sehr committed sind. Ich habe nicht empirisch gearbeitet, das war einfach viel zu aufwendig. Ich habe qualitative Interviews gemacht, dann in der Auswertung, ob das funktioniert hat. Aber wie? Ah, okay, gut, ich habe Empirie gemacht, vielen Dank. Ich bin auch keine Wissenschaftlerin, ich mache halt, ne? so war das nicht gemeint. ja, und eigentlich habe ich einfach die Leute angesprochen. Also wirklich so über Facebook oder angerufen und es war kalter Quieße, es war unbequem, aber es hat sich gelohnt. Das heißt, du hast dich ausschließlich in Online-Communities bewegt oder also? Nein, also für mich. Gerade auch im Hinblick auf ältere Menschen. Also auf ältere Menschen? Ich habe. Okay, da habe ich mich ausschließlich auf analoge Communities bewegt tatsächlich. Und da habe ich mir angeguckt, wo die Senioren sich rumtreiben, in irgendwelche Cafés oder bei irgendwelchen Tanzveranstaltungen. Und dann habe ich mich da einfach blicken lassen. Ich meine, ganz kurz auch, dieser Ansatz, der fühlt sich so klein an. Ja? Der fühlt sich so, oh, da muss man ja wirklich die ganze Zeit vor Ort sein. Aber wenn man überlegt jetzt, es gibt über 500, 600, 550 kommunale Klimaschutzmanager und Managerinnen vor Ort. Wie viele NGOs haben Kümmer und Kümmerinnen direkt vor Ort, wenn sie strategisch arbeiten würden? Dann könnten wir das echt so skalieren lassen könnten. Du kannst deine Reihen durchgeben. Hallo. Du meintest, am Anfang hattest du relativ Widerstand auch vor deinen Kollegen angesichts dieses Blog-Eintrags. Das, was du dann gemacht hast, war ja quasi nochmal viel ungewöhnlicher. Wie ist das angekommen im Kollegium? Wie wurdest du da unterstützt? Oder? Ja. Also das habe ich auch für meine eigenen Kollegen gemacht. Also ich habe sie dann auch als Zielgruppe auserkoren und mir angeguckt, wie ich für sie einen Mehrwert schaffen kann, sodass sie mich akzeptieren. Aber man muss halt gucken, wo es anfängt, wo die Kreise der Wirkung anfangen. Und manchmal sind die ersten Hürden direkt nebendran schon. Auch da, wo man sie oft nicht erwartet. Hallo, erstmal vielen Dank. Ich glaube, wenn Klimamanager wirklich auch nach Kriterien ausgewählt werden, dass sie kommunikativ sind, so wie du, und rausgehen in die Stadt oder die Gemeinde, dann ist das schon mal ein super Punkt. Und da war jetzt meine Frage, du hast es ja gerade schon angesprochen, gibt es da hinsichtlich deines Ansatzes oder das, was du dir jetzt überlegt hast, eine Verbreitung auch innerhalb dieser Berufsgruppe an sich der Klimamanager, weil das ja eigentlich kommunal organisiert ist. Ne? Mhm. Also habt ihr da ein Netzwerk und tauscht euch darüber aus? Also wir sind jetzt relativ gut vernetzt, auch über den Bundesverband Klimaschutz. Allerdings dadurch, dass es bis jetzt, also ich habe meine Masterarbeit geschrieben, damit jemand mir glaubt. Weil das ist halt oft in den Behörden so, wenn man da nicht irgendwie sagt, hier,
das und das ist nachgeprüft, dann bis jetzt war es für viele einfach nur eine, also die verrückt. Also wirklich so, die, was hat das damit zu tun? Nichts. Deswegen hoffentlich fängt es jetzt an. Also ich werde es auch auf der kommunalen Klimaschutzkonferenz jetzt im Dezember vorstellen. Hallo. Wie gehen die Influencer damit um? Also wie gehen die quasi auf deine, also du hast ja einen Wunsch, dass die für dich unterschwellig deine Idee mit umsetzen oder das mit thematisieren, und ja, wie gehen die da drauf zu oder sagen, wie, jetzt bin ich hier irgendwie bei Facebook und jetzt willst du, dass ich Öko-Klima mache, und wie kriegen wir das zusammen? Das ist ja der große Unterschied, bevor ich sage, mach das bitte für mich oder was ist mit dem Thema, mache ich für sie erstmal ein Werteangebot. Also für die Stadtführerin oder für Einzelhandel oder wie auch immer, habe ich gesagt, guck mal, ich habe eine Druckerei, eine Hausdruckerei in der Stadt, und wir machen Flyer, wenn ihr bei der Fair Fashion Week mitmacht und euch überlegt, was verkauft ihr eigentlich da für Klamotten. Das heißt, ich habe es... Es war für sich, es hat sich für sie mehr gelohnt, nachhaltig zu handeln, als es eben nicht zu tun, weil ich ein Werteangebot für sie gemacht habe. Und dann haben sie gesagt, das ist richtig gut, wir kommunizieren jetzt auch so. Weil es dann intrinsisch wurde. Ja, gut, vielen Dank. War das dein Schlusswort? Ja, vielen Dank, Tatjana, super. Herzlichen Dank nochmal.